Hallo und herzlich willkommen. In meinem nächsten Video geht es um diese Halterung von Logitech, dem G29. Leider ist die Halterung zerbrochen und ja, das Lenkrad hing auf einmal auf halb acht. Es passierte auf der Nordschleife. Ich verstehe das, dass die Nordschleife eine harte Strecke ist, aber ist sie wirklich zu hart für dieses Lenkrad? Zumindest für die Halterung. Das Lenkrad hing auf halb acht. Ich konnte abrupt nicht mehr fahren und musste jetzt mich nach einer Lösung umschauen. Also bin ich als erstes auf die Logitech-Seite gegangen und habe da mal geguckt nach Support, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Ja, man wird dort einigermaßen gut durchgeführt durch die Seite und ich habe eine Telefonnummer sogar gefunden, die kostenfrei ist. Die konnte ich anrufen. Dort ging eine nette Dame ans Telefon und erklärte mir sehr ausführlich und sehr kompetent, was zu tun ist. Als ich fragte, ob es einen Werkstattservice gibt, wurde das allerdings sofort verneint. Also Logitech bietet keinen Werkstattservice an, keine Ersatzteile werden verschickt und so weiter und so weiter. Das hat mich natürlich so ein bisschen schockiert erstmal, weil es geht ja nur um eine Halterung. Alles andere funktioniert ja noch super an dem Lenkrad. Aber nein, das wurde konsequent verneint und ich sollte einen Garantieantrag stellen. Der wurde mir sofort per Mail zugeschickt. Und ich sollte ein paar Angaben machen. Als erstes sollte ich Fotos machen von dem Schaden, von dem Lenkrad, von der Seriennummer und einen Kassenzettel beifügen. Leider konnte ich den nicht mehr beifügen, weil der ist mir abhanden gekommen durch einen Wasserschaden, den ich im Keller mal hatte. Da ist mir auch die ganze Kartonage kaputt gegangen. Also lange Rede, kurzer Sinn, diesen Kassenzettel hatte ich nicht mehr. Das Lenkrad habe ich seit 2015 und bin vielleicht 300-400 Stunden damit gefahren ungefähr. Ja, ich habe das der Dame geschildert. Sie so, kein Problem, machen Sie einfach die Angaben, die wir von Ihnen brauchen. Das mit dem Kassenzettel ist auch kein Problem. Schicken Sie uns das zu und wir hören wieder. Sie hören wieder von uns. Eine Woche später bekam ich dann die erste Mail, wo daraus hervorgeht, die Unterlagen sind eingegangen, es wird gerade geprüft und ich bekomme in den nächsten 2-3 Tagen eine Rückmeldung, wie darüber entschieden wird. Ja, ich war echt gespannt und 2 Tage später bekam ich auch diese positive Mail von Logitech. Es ist ein Garantiefall und das Lenkrad wird ohne Wenn und Aber ersetzt. Ich war echt überrascht und ich finde es einfach geil, wie Logitech das gemanagt hat, dass die einfach sagen, scheiß auf den Kassenzettel, ja, es ist an der Stelle was kaputt gegangen, wo es normalerweise nicht kaputt gehen soll und wir ersetzen das ohne Probleme für den Kunden. Weitere 2 Tage später hatte ich von UPS ein Paket vor der Tür stehen, natürlich alles korrekt geliefert und so weiter. Auch hierfür Dankeschön an UPS und ich hatte einen Logitech G29 niegelnagelneu. Und ich muss sagen, das nenne ich echt einen geilen Service. Hut ab, Logitech. Also ich kann wirklich sagen, toll gemanagt und ich habe wieder meinen vollen Fahrspaß. Und was ich nur schade finde an dieser Stelle, warum verkauft ihr nicht solche Halterungen? Weil es ist auch kein Problem, glaube ich, diese wieder ein- und auszubauen. Und jetzt gucke ich mal im Internet, ob ich irgendwo solche Halterungen finde, weil dann kann ich ja dieses Lenkrad wieder funktional machen und kann es eigentlich nochmal benutzen, weil alles andere geht ja. Aber gut, erstmal bin ich glücklich, bin zufrieden, ich kann wieder Autorennen fahren und von daher beide Daumen hoch. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Support. Weiter so und ich freue mich sozusagen auf den nächsten Schaden. Nein, freue ich mich nicht, aber toll. Ja, das war es eigentlich schon, wollte ich nur mal kurz lobend erwähnen. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Wenn ihr auch ähnliche Erfahrungen gesammelt habt, schreibt bei mir unten in die Kommentare. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!